PRX Powermatic 80. Hi, hier ist wieder David von Watch David. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute eine richtig tolle Uhr mitgebracht, und zwar aus dem Hause Tissot. Guckst du? PRX Powermatic 80. Guckt euch mal das Zifferblatt an. Über die Quarzuhr habe ich schon ausführlich berichtet. Jetzt ist auch die Automatik in meinem Blog. Richtig cool. Die 70er Jahre kommen wieder zurück. Ich sag's euch. Die Quarzversion war bereits Anfang des Jahres ein voller Erfolg. Ich habe über die auch geschrieben, findet ihr auch im Blog, Links wie immer unten in der Beschreibung. Und wie die PRX sich geschlagen hat, findet ihr auch in meinem Blog, auch im ausführlichen Review mit übersichtlicher Spezifikation etc. wie immer. Und ich würde sagen, jetzt geht's los, viel Spaß, bis später. Die Tissot PRX Powermatic 80 greift das gelungene Design der Disco-Uhr mit Quarzuhrwerk wieder auf und kombiniert es mit einem Automatikwerk, das vor allem für echte Uhrenfans interessant sein dürfte, denen das Quarzwerk bisher ein Dorn im Auge war. Meiner Meinung nach ist das Powermatic 80 ein starkes Kaufargument, denn es sind vor allem die guten Leistungswerte, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Wer dennoch auf ein Automatikwerk verzichten kann, der bekommt mit der PRX 40205 eine qualitativ gleichwertig verarbeitete Uhr in ebenfalls drei verschiedenen Farbvarianten. Qualitativ macht die Tissot PRX Powermatic 80 einen wirklich sehr guten Eindruck. Die Oberflächen fühlen sich gut an und wirken sehr hochwertig verarbeitet. Das gilt auch für das integrierte Armband, das nahtlos aus der Gehäuseform hervorgeht und sich zur Schließe hin verjüngt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch gerne das gesamte Review in meinem Blog an. Link unten in der Beschreibung. Folgt gerne meinem Kanal, gerne auch mit dem Glöckchen, dann werdet ihr immer über neueste Videos informiert. Lasst auch gerne ein Like da, darüber freue ich mich wirklich sehr. Ich sage Tschüss und bis demnächst. Ciao.